Flavio hat uns da doch das eine oder andere zu erzählen. Bist du der Meinung, dass es möglich ist? Ich glaube, sonst wäre ich gar nicht da. Das ist nicht möglich. Olaf, besten Dank für die Einladung. Also bei einem neuen Haus, denke ich, ist das fast obsolet. Da wissen die meisten, das ist sicher problemlos möglich oder problemlos. Vielleicht gilt das immer noch als Zukunftsmusik. Aber eigentlich denke ich, dass man eigentlich gar nichts anderes mehr machen sollte. Es ist eigentlich erstaunlich, dass nicht jedes Haus ein Plus-Energiehaus ist heute. Bei alten Gebäuden, die man saniert oder umbaut oder modernisiert, wie man den auch sagen kann, ist auch dort das sicher machbar. Das ist einfach eine Frage der Konzepte. Wie macht man was und was ist überhaupt sinnvoll? Und das hat auch ein bisschen mit den Sanierungszyklen zu tun. Da sollte man, denke ich, auch nicht einfach irgendetwas nur machen, was man es gemacht hat, sondern es muss auch sinnvoll sein, die Maßnahmen. Wenn du sinnvoll sagst, was ist für dich sinnvoll? Ja, sinnvoll, oder? Bei den meisten Leuten, die gehen einfach mal davon aus, jetzt muss ich etwas sanieren, dann ist für die klar, dass sie Fenster, Fassade und so irgendetwas umbauen müssen und dass sie mit irgendwie Polystyrol zukleben und sonst irgendwas machen und die Fensterbauer, die wollen möglichst ein Wechselrahmenfenster, weil das ist einfacher zu montieren, als wenn man es ganz rausnimmt. Und das ist dann für mich auch nicht mehr sinnvoll. Dann lasse ich lieber das Haus so, wie es ist und mache andere Maßnahmen. Weil erstens kann man auch nicht jedes Gebäude, das bestehend ist, mit irgendwie Polystyrol oder sonst was einpacken. Und das ist dann einfach für mich der falsche Weg und der falsche Ansatz. Und da muss man doch ein bisschen, und das macht es dann schwieriger, weil man eigentlich ein Gebäude, ein bestehendes, wenn wir vom Bestehenden ausgehen, für sich analysieren muss und schauen muss, was hat man überhaupt für Zielsetzungen, wo will man hinkommen, was hat man für Geld, das man ausgeben will, wie will man den Return of the Investment sehen, was will man eigentlich erreichen damit. Und bevor man diese Fragen nicht klärt, kann man eigentlich auch nicht sagen, was macht man am besten. Ja, wenn ich an meine Bauprojekte denke, dann wurden diese Fragen praktisch gestellt. Also, da wurde ich dann meistens beraten, wir machen es so, wie wir es schon 50 Mal gemacht haben. Wenn ich dann hingeschaut habe, habe ich gemerkt, das ist gar nicht das, was ich möchte. Wie gehst du mit dem um? Also, das ist halt eine Systemschwäche, oder? Ich sage jetzt mal, meist, und das ist ja jetzt auch in den letzten Jahren, da kommt einfach, dann sagt man, okay, die Fenster sind jetzt viel besser, dann muss man alle Fenster wechseln. Das ist mal klar, alles, was älter als 10 Jahre ist, muss man grundsätzlich schon mal rausreißen und neu machen. Und bei Fassaden heißt es einfach, du musst einen gewissen Dämmwert erreichen, das sind dann so auch diese Mindestanforderungen vielmals, aber das kann einfach je nachdem auch nicht der sinnvolle Weg sein. Also ich denke, man kann ein Gebäude auch anders ansetzen. Also ich sage jetzt mal, das wichtigste Element bei einem Gebäude ist sicher das Dach. Also dort geht oder oberflächenmäßig am meisten, also wenn wir gerade ein Mehrfamilienhaus ansehen, dann ist ja nur ein kleiner Ausschnitt Fassade und Fenster für die Fläche der Wohnung. Und ich sage jetzt mal, die größte Oberfläche, weil Wärme auch gegen oben weggeht, ist das Dach. Und beim Dach, denke ich mir, musste man kompromisslos wirklich ein gutes Dach machen. Und wenn, aber auch dort nur, wenn das Dach einfach, wenn es reif ist, dass man es saniert. Und wenn man das dann macht, oder sage ich jetzt mal, kostet auch ein gutes Dach zu machen, kostet zum Beispiel ein PV-Modul auf dem Dach gleich viel wie ein Ziegel heute. Also dann ist es eigentlich nicht mehr logisch, dass ich ein Dach schwach mache und dass ich das nicht aktiv mit Energie bestücke, damit das passiert. Also ich spüre ein bisschen da heraus, was für Eigenschaften müssen dann die Außenhülle haben oder Sachen auch dazu gehören. Die Außenhülle ist dann eben abhängig von deiner Zielsetzung, sage ich jetzt mal. Oder wenn du sagst, ich will ein Haus haben, das gar keine Heizung, gar nichts mehr hat, und
dann sieht die Außenhülle anders aus, als wenn du sagst, ich will mit der Energie, die ich vom Dach mache, die Energie möglichst effizient produzieren. Und da sage ich auch immer, da sind auch vom Gesetzgeber zum Teil die Anreize falsch gesetzt, oder? Aber weil man sagt einfach, man hat eine Zielsetzung, man sagt, okay, wer sagt der Gesetzgeber irgendwo in den 60er Jahren, wir wollen alles Elektrowiderstandsheizung, dann macht man Elektrospeicher, werden subventioniert, oder? Dann irgendwann sagt man, jetzt wollen wir was anderes, oder? Dann sagt man, jetzt darfst du keinen Elektrospeicher, dann wird Öl, und jetzt wird dann Öl verboten und so. Das ist für mich über diese Verbote und Anreize, also die Anreize ist ein gutes System, dass man etwas, aber dann das zu verbieten, Technologie, also ich bin grundsätzlich völlig gegen Technologieverbote. Jeder soll mit der Technologie arbeiten, die er für richtig hält. Und es ist, und ein Verbot zielt auch immer darauf ab, dass nur Teile betrachtet werden und in gewissen Elementen kann das auch sinnvoll sein, dass man mit dieser Technologie fährt, im Großen und Ganzen nicht mehr gewünscht ist. Wenn jemand von seinem Dach die Energie heute direkt in seine Speicher und viel zu viel Energie hat, warum soll er irgendwo in ein Verteilnetz, wo Energie viel Geld investieren, dass er dann sowieso nicht mehr funktioniert? Also das ist dann für mich ein schwieriges Konzept. Okay. Also ich spüre ein bisschen heraus, dass auch eben der Staat gewisse Änderungen machen muss, dass das Energie-Plus-Haus wirklich eigentlich Standard wird und nicht die Ausnahme. Ja, also das macht der Staat. Ich denke, das macht man auch, das versucht man auch zu gehen. Die Schwierigkeit besteht dort darin, dass man versucht, von einer gewissen Strategie eigentlich dann für alle etwas Allgemeingültiges zu definieren. Und dass man viel zu wenig auf den individuellen Charakter der Situation vor Ort, von dem Haus, das jetzt umgebaut und modern, und ich meine, da ist jetzt nur die Betrachtung schon auf dem Haus groß an, dann kommt noch die Betrachtung für den Eigentümer, seine finanziellen Mittel, seine Zielsetzungen, die kennt man ja dann auch noch nicht. Oder? Also der Staat sagt uns eigentlich, okay, du darfst nur auf 21 Grad heizen im Winter, im Sommer kühlen darfst du auch nicht, oder? Und dann kommen eigentlich verschiedene Systeme zum Einsatz und das ist dann eigentlich nicht das, was der Kunde will. Der Kunde will im Winter 27 Grad auf 21 Grad heizen im Winter, im Sommer kühlen darfst du auch nicht, oder? Und dann kommen eigentlich verschiedene Systeme zum Einsatz und das ist dann eigentlich nicht das, was der Kunde will. Der Kunde will im Winter 27 Grad und im Sommer will er 20 Grad. Oder? Also das ist eigentlich von den Vorschriften zu dem, was ein Benutzer will, eine große Diskrepanz. Und dann sagt man, okay, kühlen wollen wir nicht, aktives Kühlen, aber eigentlich ist gerade Kühlen sehr einfach umzusetzen mit Solarenergie. Also man kann eigentlich sagen, ganz einfach, du darfst nur kühlen, wenn du Solarenergie einsetzt dafür. Also PV-Ertrag. Das wäre eigentlich das von mir aus, also ganz pragmatisch gesehen, eigentlich schon erledigt. Also wenn man sagt, du darfst nur kühlen, wenn du dafür auch so PV-Ertrag hast. Und das ist eigentlich etwas sehr Simples, aber bei Regulierungen gibt es keine simplen Lösungen, oder? Aber sind wir ein bisschen vom großen Bild ausgekommen. Gehen wir doch mal ins Detail. Du hast ja gerade ein Projekt abgeschlossen in Bern. Energieplushaus, ein Mehrfamilienhaus, die Brünnenstraße, wenn ich richtig im Kopf habe. Mhm. Und auf was habt ihr da geachtet? Also, wie seid ihr da vorgegangen? Gut, wir hatten ja dort auch das ist ein Mehrfamilienhaus, oder das war jetzt ein Haus, das gar keine Isolation hatte, sage ich jetzt mal. Das hatten wir relativ viele Häuser, also aus den 60er Jahren, 50er, 60er. Das wissen die Menschen gar nicht. Haben wir ganz viele Häuser, die haben eigentlich praktisch null Isolation. Das gibt es immer noch. Und da ist das natürlich, wird dann oft eben mit diesen Kompaktsystemen isoliert, mit Polystyrol, was ich persönlich als
sage das Asbest des 20. Jahrhunderts oder also des 21. ansehe, das ist für mich ganz ein schlechter Weg. Also das habe ich ja schon vorher angeführt. Also, irgendeine Polystyrolfassade mit Wechselrahmenfenster, da macht man von mir aus gesehen sich mehr Schaden als Nutzen, wenn man sowas baut. Und das geben aber die Systeme natürlich nicht her, ist aber der günstigste Weg. Oder? Und ich sage lieber etwas nicht machen, oder 10 Jahre später und dafür richtig. Also das ist dann, und dort haben wir dann eigentlich auch so Konzepte gehabt für die Heizung, dass man gesagt hat, das ist etwas, was wir schon mal besprochen haben, die Honorarordnungen und die Planungsansätze, die geben eigentlich, je größer, dass man etwas plant und je teurer das ist, desto mehr bekomme ich als Ingenieur. Und ich bin der Meinung, man muss das Ding immer auf möglichst Effizienz runterbrechen, dort, wo wir es brauchen, und dann eigentlich multiplizieren und nicht zentralisieren. Also zentral heißt eigentlich, also dort war zum Beispiel auch der Ansatz vom Ursprungsingenieur, der das geplant hat, eine zentrale Wärmesonde zu machen und hat eine Heizungsanlage, die irgendwie 1,6 Millionen gekostet hätte für diese Wohnungen und hätte auch schon nur im Betrieb irgendwo 200.000 im Jahr gekostet. Und da habe ich gesagt, nee, das kann es nicht sein. Es sind 6 Mehrfamilienhäuser gewesen und da habe ich gesagt, okay, jedes Haus bekommt seine eigene Heizung mit Wärmepumpen, Luft, ganz einfach, linear gemacht. Dann sind die Investitionskosten auf 350.000 zurück, also auf 20% eigentlich für diese Häuser zurückgegangen. Und dann haben wir eigentlich auch wieder mit PV, dass wir das speisen und machen, eigentlich anders lösen. Eigentlich möglichst einfach. Möglichst alles, was wir machen, was zentralisiert ist, und das ist ja auch eine der Problemkreise, man macht gerne große Sachen, weil das kann man groß planen, kann man groß finanzieren, kann man alles lösen. Die Kette, die man kennt, die alle Freude haben, weil es dann halt 100 Millionen für ein Fernwärmenetz zu investieren gibt und zu finanzieren. Aber die Fernwärme hat dann immer gesagt, je weniger das ein Haus braucht, also wenn ein Haus, sag jetzt mal, 100.000 Kilowattstunden Energie braucht, Wärme, thermische Energie, weil es einen Energiestandard hat, der schlecht ist. Und jetzt verbessere ich den Energiestandard um 10-fach. Also wenn ich bei den 100.000 Kilowattstunden 20.000 Energieverlust habe für den Transport der Energie zu meinem Haus, dann ist das 20%. Das ist zwar ähnlich, aber jetzt habe ich aber das Haus, setze ich jetzt runter auf 10.000, habe immer noch 20.000 für Energieverlust, um die Energie zu meinem Haus zu bringen. Dann sieht der Verlust einfach auf einmal sehr übel aus, sage ich jetzt mal. Dann ist das nicht mehr ein effizientes System. Du hast doch etwas anderes angesprochen, was mich gerade umtreibt. Man hört ja viel, wenn man ein Energie-Plus-Haus macht, anstelle von konventionell bauen, nach diesen Baumaterialien. Vorher da auch erwähnt, dass die nicht so clever sind. Also, in meinem Einschätzung geht es wahrscheinlich mit der Richtung Asbest, die auch nicht so clever behandelt haben. Das heißt es einfach anders, ein anderes Baumaterial. Was vielleicht sagen wollte oder fragen wollte, man hört immer wieder, ja, das kostet so viel, vergessen. Also ein Energie-Plus-Haus zu machen, das kostet viel zu viel, macht das nicht. Das höre ich doch immer wieder, diese Sachen. Also ich wage sogar zu sagen, das teuerste Haus ist das Haus, das schlecht isoliert ist und einen hohen Energiestandard hat, das ist das teuerste Haus. Also ich sage jetzt mal, wenn man es rein auf die Investition zurück betrachtet, da gibt es auch von ganz großen Bauträgern in Deutschland und so, die Analysen haben, also die meisten Leute sagen einfach, okay, 20% mehr kostet das, wenn du so einen Energiestandard oder so machst. Und das wollen die dann auch, aber effektiv aus großen Analysen über Tausende von Wohneinheiten und Flächen, da spricht man von irgendwo in 1%, wo das ein Unterschied ist. Dort tatsächlich jetzt mehr, aber das ist jetzt von mir aus gesehen ein statistisches Thema. Also das sind die Investitionskosten. Das ist bei den Investitionskosten. Nur Investitionen, ja. Dann kommen die Betriebskosten, oder?
Und da ist es natürlich so, dass das Haus über den Zeitraum von 50 Jahren dann nochmal zweimal so viel gut, mehr als zweimal so viel kostet wie die Investition. Und da in diesen Betriebskosten ist es dann eigentlich wichtig, dass man eine schlaue Technologie hat, einfach mit wenig Betriebskosten. Also es ist natürlich durchaus möglich, dass man eigentlich Energie einspart. Also das ist ja das Ziel, wenn ich die Betriebskosten habe. Aber das, wenn wir dann eine Technik haben, die viel Wartung braucht, und dann auf einmal kann es sogar sein, dass es mehr kostet. Also etwas, was schlecht gebaut ist, kostet dann im Prinzip nicht unbedingt effizienter, nur weil es weniger Energie braucht, sondern es muss einfach durchgängig. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn ein gut gebautes Haus spart die mehr als, also fast mehr als doppelt so viel der Investition ein über die Lebensdauer gegenüber einem normalen Haus. Aber das ist, gibt es ja immer große Diskrepanz. Es ist ähnlich, es gibt ja auch von der Clinton-Stiftung bezüglich LKWs, gibt es so die Untersuchung über Diesel-LKW, Hybrid-LKW und Elektro-LKW. Und da ist der Elektro-LKW ist auch mit viel höheren Investitionen der billigste über die Laufleistung. Dann kommt aber der Diesel. Der ist irgendwie 70% teurer und der Hybrid, der ist irgendwie doppelt so teuer wie der Elektro, weil er einfach zwei Motoren hat, du musst alles warten, du musst ein Elektrospezialist, Diesel, du musst alles machen und das ist dann einfach nicht clever, nicht zu Ende gedacht und so ist es beim Haus auch. Also wenn ich das richtig verstehe, zusammengefasst, die Investition kann 1% teurer sein bei einem größeren Objekt, aber die Betriebskosten, wenn man es clever macht, die sind dann um ein x-faches tief. Also ich meine, du kannst von vielen Leuten rechnen ja mit Nebenkosten bei einem Haus, habe ich jetzt mal für Heizen und so weiter, dass man sagt, okay, da ist Heizen noch 300, 400, dann hast du noch Strom, 2, 3, hast du sagen, okay, da ist noch mal 700 im Monat, alles in allem fast Strom und Heizen. Und wenn du das clever machst, dann verdienst du mit dem Haus eigentlich so viel Geld, also hast du Minus neben Kosten. Also das ist durchaus ein mögliches Konzept. Oder? Und das wäre jetzt ja schon noch interessant, also das richtig verstanden, als Betriebswirtschaft ist das ein Geschäftsmodell. Also, absolut. Der Grund, wieso das nicht gemacht wird, wollen wir jetzt nicht erläutern, aber auch rein eben, da gibt es Also genug Erfahrung zu sagen, eigentlich ist man doof, wenn man es nicht macht. Das ist sicher absolut, das kann man so zu 100% unterschreiben. Wobei ein Hauskauf ist in erster Linie ein emotionaler Kauf und nicht ein betriebswirtschaftlicher Kauf. Also das hat sich jetzt, sage ich jetzt mal, ein bisschen verändert mit dem billigen Geld, was wir haben. Sieht das wieder ein bisschen anders aus, aber wenn man also eine Verzinsung von 7%, wie wir sie auch schon hatten, würde man nur von 5% nehmen, dann ist ein Hauskauf mit Betriebswirtschaft nicht mehr erklärbar. Das ist dann nur erklärbar, weil ich zu viel Geld habe und nicht, sonst nicht weiß, was machen. Das ist dann so, das sind so die Grenzen, die dann kommen. Und wenn man betriebswirtschaftlich, würde man dann sagen, wie viel brauche ich überhaupt Quadratmeter? Und dann würde man vielleicht 300 Kronen, sondern vielleicht nur in 50, oder? Also das ist nicht betriebswirtschaftlich in erster Linie getrieben, sage ich mal. Da bin ich voll bei dir und trotzdem glaube ich, es ist ja auch, das Spannende ist ja eben genau, dass wenn das Auto nicht, was du vorhin erwähnt hast, da fragt auch niemand, wie hoch sind dann die Betriebskosten auf die nächsten 10 Jahre? Aber eigentlich wäre das auch eine Frage, die man durchaus stellen könnte, die dann auch gewisse Emotionen auflösen könnte. Also ich bin dort auch der Meinung, wenn man heute etwas so anschafft, auf etwas so Großes, da müsste man eigentlich sich die Betriebskosten garantieren lassen und dort auch mit Strafzahlungen, wenn sie nicht erreicht werden, umgesetzt werden. Es gibt große Studien von Minergie und auch von, in Deutschland auch, von Energiestandards, wo die Gebäude im Prinzip im Schnitt 78% mehr brauchen, als sie zertifiziert wurden. Und es gibt einzelne
zertifizierte Objekte, die dreimal so viel Energie, also 200% mehr brauchen als das gesetzliche Maximum, oder? Also das muss man sich dann mal vorstellen, oder? Und da kann man eigentlich sagen, jetzt war zertifiziert und wird ja eigentlich alle Zertifikate passieren ja auf rechnerischen Werten und nicht auf effektiven Werten. Und das ist auch ein Schwachpunkt dieser ganzen Zertifikate. Wenn man noch ein bisschen ins Detail hineingeht, wo siehst du die größten eigentlich Ursachen für Energieverbrauch? Also ich jetzt als Laie sage, das muss ich eigentlich immer das Badzimmer, wo ich Wasser, Heißwasser herstelle oder meine Haushaltsgeräte. Also für mich steht nach Jahren, sage ich jetzt mal, oder Jahrzehnten in dieser Branche, sich rumzutreiben, in erster Linie ist das ein Problem, dass wir zu hohe Einzelspezialisierungen haben und eigentlich niemand mehr weiß, wie alles integral zusammen funktionieren soll. Also das heißt, wir haben, und das sieht man heute auch, also früher, ich sage immer das Beispiel, dass früher mein Großvater, der hatte noch irgendwie einen kleinen Boiler im Badezimmer und der hat das Warmwasser halt mit Strom einfach so gemacht, oder? Und dann hat man richtigerweise gesagt, das kann man effizienter machen, zentral, und hat das angefangen zu verteilen. Aber effektiv hat man am Schluss mit den Leitungsverlusten, hat man gleich viel Energie gebraucht wie der vorher, hat aber einfach gesagt, okay, die Verluste kommen dem Haus zu gut, weil das braucht es ja sowieso, das wird eigentlich so gerechnet. Und jetzt am Ende brauchen wir wieder Wärmepumpen und Effizienz, dass wir wieder dorthin kommen, wo der Großvater gestartet hat. Also das ist eigentlich ein System, das in sich nicht funktionieren kann. Also man muss wieder zurück und sehen, wie kann ich das wirklich optimieren mit Sprüngen, also mit einem echten Effizienzsprung. Und das geht nicht mit der gleichen Technologie. Und dort sind diese Spezialisierungen sind dann so weit gedrungen, dass der Heiziger weiß nicht, was der Lüftiger weiß nicht, was der Sanitär und schon gar nicht, was der Elektriker. Und jetzt haben wir alles Anlagen, die eigentlich programmiert und smart ineinander laufen sollten und keiner interessiert, was der andere macht. Also typische Schnittstellenproblematik. Sehr große Schnittstellenproblematik. Und eigentlich müssten wir wieder zurück zu einem universellen Gebäudeintegrator oder so, der eigentlich sagt, okay, so mache ich alle Systeme optimal, oder? Und das analysiert, aber das haben wir im Moment nicht. Das ist auch ausbildungstechnisch nicht vorhanden. Also wenn ich das ein bisschen herausspiele, heißt es, wir haben viele Teilsysteme, also das Haus müsste man eigentlich als ganzes Gebäude oder ein Quartier als System anschauen und dann entsprechend das Optimum für das System herausholen. Und ja, es sind viele kleine Teilsysteme. Und es gibt dort keine immer Weisheiten, die allgemeingültig sind. Oder? Weil an einem Ort habe ich diese Möglichkeit, da habe ich diese, da habe ich vielleicht noch Abwärme von einer anderen Fabrik, die ich da noch clever einbauen könnte, da habe ich vielleicht dieses und jenes. Und es gibt einfach keine allgemeingültigen Weisheiten. Und das fängt schon beim kleinen Einfamilienhaus und bei der Wohnung an. Das ist eigentlich einfach nicht ganz so einfach und man versucht das immer mit Sachen abzutun und das ist heute halt in den Köpfen drin. Das sind nur Dämmung, Fenster und dann irgendwo halt eine neue Heizung. Oder? Und jetzt ist die Strategie von Öl, also das unterstütze ich sogar, oder? Von Öl weg, irgendwie in den Wärmepunkt, aber vielleicht müsste man das, was heute niemand anschaut, sind auch die Verteilnetze. Oder dann vielleicht nur über die Pumpen, welche Pumpen bei großen Dienstleistungsgebäude sind natürlich, die sind die technischen Anlagen im Detail, da könnte man mit Mikroinvestitionen schon in 3 Jahren die Effizienz Geld verdienen oder so, aber das schaut dann niemand an, man schaut nur das Ganze an oder alles ersetzen. Also ich sehe, ich weiß es natürlich auch, weil ich dich ja schon länger kenne, dass du denkst im Großen, nicht im Kleinen, das wolltest du einfach, dass man eigentlich sollte das kein Problem sein. Ich sage jetzt immer, in einer Generation, 20, 30 Jahren,
dass die Neuenhäuser bauen wir ja eh schon NP Plus, habt ihr gesagt, und alle anderen könnte man in diesem Zeitraum wunderbar eigentlich sanieren, dass man. Ich sage immer dann, wenn ein Haus, also ich bin heute der Meinung ganz klar, wenn jemand einfach etwas isoliert oder etwas saniert, nur dass er saniert hat, dann vergibt man, oder das einfach minimal macht, da vergibt man sich mehr Chancen für die nächsten 50 Jahre oder sage ich mal 40, 50 Jahre, als wenn er es nicht macht. Also dann lieber nichts machen, als eigentlich müsste der Staat sagen, entweder machst du es richtig und nicht noch Förderungen zu geben, aber das ist natürlich die Förderungspolitik. Oder man sagt, man will mit der Gießkanne Geld aus den CO2-Abgaben wieder verteilen, dass jeder wieder etwas bekommt. Das ist dann so, ich sage es jetzt mal, obwohl das ich sonst jetzt nicht politisch meine, aber das ist jetzt SVP will, dass das jeder bekommt, der Grüne will, dass das nur die Spitze bekommt oder irgendwie und vielleicht auch nur irgendwas und dann wird einfach auch Geld irgendwie verteilt, dass es unsinnig ist. Also, dass man für irgendeine Fassade zu dämmen und ein paar Fenster zu wechseln, die man sowieso wechseln müsste, dass für das Geld bekommt, ist eigentlich Unsinn. Man sollte eigentlich nur für wirklich etwas, was die Gesellschaft weiterbringt, Geld bekommen und dann auch vielleicht etwas mehr. Ja gut, aber ich glaube, da müssen wir auch kämpfen miteinander bei unserem Netzwerk, dass wir da etwas bewegen können. Also auf die politischen Kräfte oder informieren. Aber ja. Das ist, scheint mir doch sehr zentral. Es gibt ja auch ein Mitglied, ist ja das Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz, was ja dann auch noch ein bisschen die soziale Komponente hineinbringt. Ist natürlich auch wieder, wenn ich ja selbst versorge, wenn ich die Energie habe, dann habe ich auch noch eine soziale Komponente. Ich sage jetzt, aber wir haben nicht nur eine soziale, ich sage jetzt mal, das ist ja, bei uns, es fällt ja irgendwie mehr Autarkie auch an. Und wir sehen das, nicht nur in Deutschland haben wir das sowieso, also da kommt es jetzt so weit, dass man, oder ist es schon so weit, dass man eigentlich Mehrwertsteuer bezahlen muss, auch auf eine Strom- oder auch Energieumlage zum Beispiel, Zuschläge, auch für Strom, den man selbst von seiner eigenen Anlage braucht und so weiter. Also der Staat will eigentlich regulieren. Oder? Da bin ich dann wieder close bei SVP, wobei die wollen ja die Milchwirtschaft anschauen oder die Landwirtschaft, dann wollen die auch regulieren, wenn sie Klientel ist. Und das ist dann einfach ein Problem, das wir haben. Wir wollen nicht autarke Häuser. Es will niemand, dass du mit deinem Haus nicht dich anschließen musst und nicht bei der Gemeinde da noch das zahlen und so. Das will gar niemand. Also man möchte eigentlich immer regulieren und steuern und das im Griff haben. Und das ist ein Widerspruch zu dem, der sein Haus natürlich eigentlich autark macht und eigentlich unabhängig ist. Also da könnte man auch sagen, die Regulierung ist eigentlich auch nicht mehr generationenfähig. Die Regulierung ist wahrscheinlich nicht mehr generationenfähig, weil die Regulierung natürlich auf einer Investition, wo man irgendwo politisch vornimmt, auch über einen Zeitraum von Anteil von vielleicht 100 Jahren und mehr und sicher die Investments, die man tätigt, mindestens auf 50 Jahre gesichert sein müssen. Und das ist dann mit einem Generationenzyklus von 20 Jahren nehmen, ist das halt nicht wirklich. Und wenn man dann technische Fortschritte nehmen, wie wir sie haben, oder im Energiebereich und so, kommt das jetzt auch immer mehr, aber dass wir sehr kurze Zyklen haben. Also ich sage immer, ein lustiges Beispiel ist, ich habe mal mit LED viel gemacht und da haben wir mal auch bei Gemeinden mit so Straßenlaternen auf LED und so umzurüsten, da wollen die mal evaluieren. Oder? Dann würde man einen Probestreifen etwas einrichten, ein paar Lampen und sehen, wie das tut. Oder? Dann gibt es noch ein, zwei Jahre Probebetrieb. Also zuerst evaluiert man ein, zwei Jahre, dann zwei Jahre Probebetrieb und dann will man das beschaffen, was man vor 4 Jahren evaluiert hat. Oder? Und der Lebenszyklus, also der Innovationszyklus, wo ein neues Produkt kommt in diesem Bereich, ist 3 Monate. Also nach 3 Monaten gibt es das alte Produkt nicht mehr, das man eigentlich evaluieren wollte für die 4 Jahre. Also das ist schon
Also da sind diese Wege sind einfach völlig falsch. Oder? Okay. Also das heißt eben auch, die Innovationskraft ist relativ groß Richtung Plus Energiehaus. Das spielt jetzt auch absolut. Ja, das ist das, was auch positiv ist und wo wir auch die Hoffnung reinsetzen können. Aber das macht, das bedingt ja dann, dass alle in diesen Ketten auch wissen, was ist überhaupt heute möglich und was ist, oder? Und das, was die meisten erzählen und was die sagen, was ein Batteriespeicher kostet und wie der Batteriespeicher überhaupt schon funktioniert und was für Schwermetalle, also übrigens sind keine Schwermetalle dort drin, und, aber da kommen Gerüchte und Überlegungen, oder? Und die sagen, die sind vielleicht 20 Jahre, vor 20 Jahren mal vielleicht so richtig gewesen, aber heute sowieso nicht mehr. Und die Menschen, die damit zu tun haben, die sind viel zu wenig in Fortbildungen und technisch bei dem State of the Art. Und das müssen die viel mehr, dass ich sage jetzt mal, das ist diese technischen Geschichten zu steuern und einzusetzen, ist immer wie mehr, wie wenn ein Informatiker jetzt einfach nur alle 5 Jahre mal an eine Weiterbildung gehen würde, dann ist für jeden mal klar, dass der wahrscheinlich ein bisschen weg vom Schuss ist, was die neueste PC-Generation angeht. Und ähnlich ist es auch bei solchen Instrumenten, dass wir die Häuser nicht sind. Ja, ich möchte so den Bogen ein bisschen schließen. Also jetzt habe ich begriffen, du hast mich überzeugt, ich möchte mein Haus eben in ein Energie-Plus-Haus umwandeln. Auf was sind so die Eckpunkte, die ich schauen muss? Also es gibt natürlich Punkte, die du so oder so machen musst. Also ich sage jetzt mal, du musst von mir aus gesehen versuchen zu verstehen. Ich gehe immer davon aus, die meisten Menschen können auch logisch denken. Und jeder logisch denkende Mensch müsste mal versuchen zu verstehen, was in seinem Haus passiert und wo, dass er wie vielleicht Energie verliert, wo, dass er wie viel zum Beispiel Energie, vielleicht Strom und so einsetzt und dass er überhaupt mal versteht, was vielleicht ansatzweise passiert. Oder? Und das versucht ein bisschen zu ermitteln, was er vielleicht für was als Strom kann man ja relativ gut auch so messen. Das wäre sicher eine Empfehlung. Und bei der Heizung mal sehen, was ist vielleicht wo beim Radiator vielleicht kommt an und so. Also da müsste man vielleicht, bevor dass man Hunderttausende ausgibt, vielleicht mal sagen, okay, ich investiere vielleicht mal 1000 Franken, dass ich mal weiß, was ich wo verliere. Und dann ist es natürlich klar, dass man so die normalen Standards machen muss, wie ein GEAC, dass man ein GEAC, da empfiehlt sich halt, dass man versucht, auch einen guten Experten zu suchen, einen, der Erfahrung hat und vielleicht auch schaut, was hat der schon alles gemacht und was sind seine Ansätze. Und da kann man auch schon, es ist immer so, bei allem, was ist das eigentlich meisten Leuten klar, in der ersten Planungsschritt kann man am meisten optimieren, der meisten Geld blöd ausgeben. Ja. Okay, und an wen soll ich mich jetzt wenden? Und kann ich da irgendeinen Architekten fragen, also irgendeinen Baufirma, hilft mir, mein Gebäude irgendwie plus zu machen? Naja, ich denke, dass sicher diese Energieberatungsstellen, die sind durchaus dort zu haben und haben auch diese GEAC-Experten und dass man halt vielleicht, wenn man Die kann man ja online so gegoogelt und schauen, wer gibt es alles. Was gibt es alles bei mir in der Nähe oder in meinem Kanton? Und dann muss man halt vielleicht sich die Mühe nehmen und dann mal ein bisschen googeln, was haben die schon so gemacht oder was, wie haben die da umgebaut und sich einfach ein bisschen versucht zu informieren, bevor dass man irgendetwas macht. Und das sage ich mal. Und einer, der halt seriös ein Gebäude anschaut, sein Einfamilienhaus, der kostet dann halt vielleicht 3.000-4.000 Franken, dass er das sauber macht. Und der andere sagt, ich mache es für 500-700 oder so, für 300. Aber dann darf man auch nicht das Gleiche vielleicht erwarten. Also dann muss man vielleicht auch einen anfragen und sagen, kannst du mir mal einen Bericht schicken, wie du das so machst. Und dann kann man sich auch ein bisschen einlesen. Und ich denke, das ist wie bei allen, wenn man sich informiert, kommt man auch auf den richtigen Pfad wahrscheinlich. Okay. Ja gut, ich möchte mal in die Runde werfen. Vielleicht ist eine Frage draußen bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wäre sicher spannend, gerne.
jemand eine Frage? Ich bin gespannt, wie das da funktioniert. Ja. Scheint keine im Moment aufgetaucht zu sein. Man könnte auch im Chat entsprechend das formulieren, wenn man da nicht das Mikrofon aufmachen möchte, sondern einfach das Mikrofon auf und fragen. Sonst fahre ich da mal noch weiter. Was glaubst du, wer ist zur Vorreiter bei Energie Plus Häusern? Also gibt es ein Land, wo man sagt, da könnte man mal ganz viel anschauen, oder kann man einfach in der Schweiz eine Tour machen? Also das ist eigentlich interessant, ist, dass das Land länderspezifisch anders ist. Also in den nordischen Ländern wird anders umgebaut als jetzt, klar, als im Süden, aber ich meine jetzt, wenn wir beim Norden bleiben, also wenn ich sage Schweiz, Deutschland, Österreich und dann weitergehe, vielleicht Holland, Schweden und so Norwegen, also da funktioniert das nicht überall gleich. Das ist eigentlich auch wirklich ganz spannend, wenn man sich das anschaut, dass die nicht das Gleiche verstehen, vielmals. Oder? Also, dass die ganz andere Konzepte haben und eigentlich zum Teil auch spannende Konzepte, aber dort ist das für die normal. Also, ich sage jetzt mal, in Schweden ist für die fast immer klar, dass die auch Balkone wie Lodgen benutzen können, also dass die dann noch eine Verglasung haben. Und bei uns ist das eher ungewöhnlich, kommt zwar schon immer wie mehr auch, gerade wenn es Stockwerkeigentum oder so ist, aber in Mietwohnungen ist das eher außergewöhnlich. In Schweden findest du keinen Mietblock, der nicht verglaste Balkone hat, also wo du zwar aufmachen kannst und so. Was ja auch ein Punkt ist, sobald dass du dort bist, das auch wieder eine Isolation, die deutlich was bringt. Und in den nordischen Ländern hast du zum Beispiel auch praktisch keine Knöpfe, aber dafür so Trockenschränke mit Wärmepumpen. Und, also es gibt auch technisch ganz andere Geräte und wie die das auch umsetzen, ist anders. Oder? Das ist noch spannend. Ja. Also wenn ich ein bisschen aushöre, könnte man eigentlich, wenn man sich weltweit vernetzen würde, könnte man wahrscheinlich auch die Sanierung von einem gewöhnlichen Haus in einem Plushaus, könnte man wahrscheinlich unheimlich viel voneinander profitieren. Also, ich denke, dass wie in jeder Branche ist, dass, also der Bau ist sicher eine der schwerfälligsten Branchen überhaupt. Oder? Also man hat in einzelnen Komponenten, also ich sage jetzt in deinem einzelnen Rohrsystem und wie das Rohr verbunden werden kann, ist gerade im Sanitärbereich ist dort wahnsinnig viel passiert. Zum Beispiel im Heizungsbereich nicht, da bauen wir die Rohre noch zusammen wie vor 100 Jahren, eigentlich wird noch immer geschweißt und Stahlrohre und dieses und jenes. Also das ist eigentlich völlig erstaunlich, oder das ist jetzt eine Branche, da haben zwar die Endgeräte, also da ist jetzt eine Wärmepumpe, die hat so und da ist jetzt Inverter, also die Asiaten haben das schon vor 20 Jahren gehabt, bei uns kommt man jetzt auch mit denen und so, das ist dann einfach unterschiedlich. Also das ist schon sehr spannend und die Vernetzung, aber es braucht dann eben auch die Vernetzung mit der Technik und smarter Technologie und schlaue Technologie und vielmals sind wir dort einfach auch, wir versuchen dann auf großen Mengen, also bei Lüftungsanlagen im Wohnungsbau hat man zum Beispiel die aus dem Büro geltenden Normen einfach mal umgesetzt in den Wohnungsbau. Man hat dann etwas, was im Wohnungsbau sowieso nie richtig funktioniert hat, hat man versucht noch in die Privatsphäre zu bringen und hat dann einfach auch so die Luftwechselraten gesagt, irgendwie du musst da 0,7, also fast einmal pro Stunde müsste die Luft in einem Einfamilienhaus gewechselt werden, was ja total Stumpfsinn ist. Dann haben wir da ein erstes Institut, so ein Passivhausinstitut, haben wir einmal gesagt, okay, das ist auch 0,7 mal weniger und so. Dann haben wir wieder andere Institute gesagt, kommt da nicht in Frage. Und das ist dann so ein Weg, der ist halt relativ steil und steinig und geht auch lange. Und ich denke, da kommen wir runter und ist die Anforderung ist ja eigentlich das Wohlbefinden des Menschen. Das müsste eigentlich die Kernanforderung sein und das müsste über Grenzwerte, also von viel
Stoff wir haben oder so, Kohlenoxide und so weiter gehen. Also das ist eine Frage, die da auch gerade aufgetaucht ist. Du hast mehrmals erwähnt, das sei schlecht mit dem, die einzelnen Materialien, die du da erwähnt hast. Die Frage ist, was ist denn jetzt sinnvoll? Also was ist eine sinnvolle Dämmung? Welche Materialien brauche ich für eine sinnvolle Dämmung? Das ist eine Frage, die wir da bekommen haben. Also ich denke, von den klassischen Dämmmaterialien, die wir kennen, ist sicher Steinwolle oder Glaswolle, dann ist auch sicher Schafwolle und so weiter. Da gibt es relativ viele solche Produkte, aber ich sage jetzt so ein... Das Themenkreis ist ja Dämmung durch die Luft eigentlich, die eingeschlossene Luft, die nicht zirkuliert. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und ich denke aber, wenn man klassisch überlegt, ist sicher so eine Steinwolle. Jemand, der dann sehr nachhaltig ein Produkt will, der setzt dann vielleicht eine Schafwolle oder so ein. Das ist aber sicher nicht im großen Stil einzukaufen, sage ich jetzt mal. Aber sicher für mich kein Polystyrol. Also auch da natürlich auch schauen, dass wenn man Dämmmaterialien schon vorhanden sind, die sich schnell wieder aufbereiten, Schafwolle als Beispiel würde ja relativ jedes Jahr verwenden und mit allen konsequent von dem keine Giftstoffe verarbeiten. Und das wäre auch spannend. Also, man kann auch von dieser Zellulose einpassen, man könnte ja auch Daunenfäden eingeben. Genau. Also es gibt endlos viele Möglichkeiten. Das Problem ist dann mehr, das im Griff zu haben mit Setzungen und wenn man irgendwo noch Feuchtigkeit dazu kommt. Und da hat sicher so ein Produkt wie Glaswolle oder Steinwolle haben da dann wieder Vorteile. Oder? Aber es gibt auch diese Aerogel, also die Produkte, die natürlich nochmal viel hocheffizienter sind. Es gibt ganz viele Produkte, die man durchaus brauchen kann. Und es ist auch nicht ganz jeder geschäumte Stoff gleich. Ich sage jetzt mal, bei vielmals ist das dann ein Problem. Und bei Fenstern bin ich absolut der Meinung, dass in den wenigsten Fällen ein Wechselrahmenfenster angezeigt ist. Das ist einfach für den, der montiert, der ist noch ein bisschen schneller, oder? Aber dann macht man eigentlich die Rahmen, das schwächste Element, macht man dann viel größer und am Schluss hat man vielleicht gar nicht mehr ein effizienteres Fenster und hat noch der schlechte Bereich vergrößert und hat dann, das ist eigentlich der größte Faktor bei Schimmelbildung am Fenster, ist ein Rahmenfenster. Also man kann davon ausgehen, dass wenn man nach einer Sanierung Schimmel hat, ist fast zu 70% oder 80%. Das ist ein Wechselrahmenfenster, das eingesetzt wurde. Dort lohnt es sich, das Fenster ganz rauszunehmen und richtig einzusetzen. Also ich sehe, es gibt viele Möglichkeiten, die schon erprobt sind. Oder? Und man kann durchaus eben auch ein Stück Fassade oder eine Fassade haben, die man ungedämmt hat und trotzdem ein Plus-Energie-Haus realisieren. Und das geht gleich in die nächste Frage hinein. Es scheint... Bruce Beck oder Susanne zu sein, die Frage, wie sieht es bei einem Hochhaus aus? Kann man da dann auch eben könnte man sogar noch die Außenfläche brauchen für Vertical Gardening? Also dass man eben sagt, eine Dämmung könnte noch eine Salatzucht im 9. Stock sein. Das ist eine Frage. Ist ein bisschen die Frage, wie man das dann super technisch löst zu melden, aber das ist wenn man so einen Aufbau macht, der denkt ja auch, also ich meine, beim Boden weiß man ja auch, der friert auch nicht 100 Meter tief, oder dass jeder, der Gartenbau betreibt, weiß auch dort gibt es eine Dämmung. Und das ist, wie gesagt, viele Wege führen da nach Rom und ich finde, dass das auch sehr spannend ist, aber man hat ja dann ein anderes Problem. Bei uns wird im Winter alles, was vegetativ ist, geht eigentlich verliert ein bisschen die Blätter und wird dann ein bisschen dürr. Und das haben wir ja auch da in Wabern oder so gehabt, oder wo das Hochhaus, das dann die Gebäudeversicherung sagt, das kann brennen, oder was das diese Vertikal hat. Da kommt eine Lösung, wo man Nasszelle, und ich bin auch der Meinung, wenn man sowas macht, hat man in der Küche halt dann
ein Pro-RF oder ein Kupfer rein, 100 Grad, kleine Beutel, da kann man gleich auch hygienisch perfektes Wasser rausnehmen fürs Kochen gleich, wo man überhaupt nicht den Herd braucht so, und hat dann keine Leitungen vom Bad zur Küche und mit Heizung alles separiert. Das wäre so ein Ansatz, der für viele eigentlich gehen würde. Gut, ich glaube, wir könnten noch stundenlang mit dir diskutieren, du hast noch so viele Ideen und vielleicht eben wirklich noch zu sagen, Flavio realisiert Energieplus-Häuser schon über ein Jahrzehnt, also für dich toll und der gibt es da mal gleich dran herumzustudieren, wie man das machen könnte. Und ich glaube, ihr habt das ein bisschen mitbekommen. Danke viel, viel mal, Flavio, warst du hier und hast du einen kleinen Einblick uns geben können und ein enormes Wissen, was Energieplus-Häuser angeht. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir das auch alle zusammen vorantreiben. Also ich glaube, wir sind es den nachfolgenden Generationen absolut schuldig. Das ist eine Lebensaufgabe. Danke, dass ihr hier sein durfte. Besten Dank noch. Okay, tschüss zusammen. Danke, habt ihr euch die Zeit genommen. Und Ausblick am nächsten Montag um 4 Uhr findet außerordentlich auch noch einmal ein Zukunftssprech statt, weil wir haben die Runde am 24. Dezember, machen wir dann keines, werden wir in 14 Tagen. Auch geplant ist immer noch 28. 30. Dezember direkt aus dem Umwelt-Hub, Green Hub in Davos zu senden. Wir wissen noch nicht, ob wir das auch dürfen. Wir werden sicher eine Lösung finden, wenn wir nicht vor Ort senden können, werden wir das sonst irgendwie organisieren. Bleibt informiert. Danke, wart ihr dabei. Und wenn ich euch nicht mehr hören und sehen würde, was ich nicht hoffe, trotzdem schöne Festtage und einen guten Rutsch ins 2021. Es gibt noch viel zu tun. Energie Plus ist ein wichtiges Thema, aber ich glaube, wir haben noch weitere Themen anzugehen und auch miteinander zu tun. Danke vielmals. Tschüss zusammen. Gut, danke. Ja.